Hallo und herzlich willkommen zurück zum Let's Play Minecraft Feed the Beast Unleashed. Ich habe gerade schon einmal diese Aufnahme gestartet und ihr seht, wir sehen 0, nichts im Nebel, sind wir versunken, weil ich einfach, weil es mir ehrlich gesagt gereicht hat und ich die Sichtweite jetzt auf gering gestellt habe. Das Spiel soll mich mal besser nicht zwingen, dass ich da auf winzig stelle. Ja, okay, so sollte es aber, denke ich, gehen. Wir haben 30 Frames. Das reicht uns doch. Das reicht doch die anspruchsloseren Menschen. Wir sind natürlich sehr anspruchsvoll, aber was soll's. Ich möchte in diesem Video einmal auf ein paar Fragen eingehen, die ich bekommen habe. Und möchte aber für alle, die sich schnell langweilen, sagen wir es mal so, es gibt ja Menschen, die wollen mich nicht reden hören, sondern lieber spiel Minecraft, was labert die da? Für alle die, die das möchten, werden wir auch ein bisschen Minecraft spielen. Oh Gott, ich muss mir erstmal an das neue Texture Pack nochmal gewöhnen, auch wenn wir es in der letzten Folge schon hatten. Aber ich habe jetzt eine Weile nicht mehr gespielt, wie ihr vielleicht gemerkt habt. Das heißt aber nicht, dass ich Minecraft nicht mehr gespielt habe, sondern einfach nur, dass ich nicht mehr hier aufgenommen habe. Ich habe noch eine andere Welt bei Feed the Beast Ultimate gestartet, so für mich, ne? Ja, was möchte ich in diesem Part machen? Erst einmal suche ich die Greatwood Tree Setzlinge. Wo sind die denn? Hatte ich überhaupt jemals welche? Oh Gott, wir haben sogar Redwood Setzlinge. Das ist ja furchtbar. Na, wir nehmen mal Tropensetzlinge mit Fusewood. Ach, das ist dieser Baum aus dem... Ach ja, hier, Greatwood. Okay, dann brauchen wir noch ein bisschen Knochenmehl. Denn ich möchte, während wir... während ich auf einige Fragen eingehe, möchte ich ein bisschen ein Baumhaus bauen. Ja, das wurde sich gewünscht. Deshalb dachte ich, wir ziehen zusammen mal schön in das Dschungelbiom da hinten. Wir haben ja eins. Denn ein Baumhaus, ich weiß nicht, wenn ich das hier einfach so ohne alles in die Pampa setze, das sieht irgendwie nicht aus. Ne? Wir wissen alle, das sieht nicht aus. Und deshalb möchte ich das hinten in das Dschungelbiom setzen. Und da wir ein bisschen Zeit haben, laufe ich einfach dorthin. Ich fliege mal nicht. Was dann noch mehr laggt. Taktisch überspielt, hätte ich mal bloß die Klappe gehalten. Nein, auf jeden Fall möchte ich dabei auf ein paar Fragen eingehen. Und zwar, ja, es kam jetzt eine Weile nichts mehr, ihr habt es ja gemerkt. Was daran liegt, dass ich einfach unheimlich in Planungs... Ja, nicht unbedingt in Planungsnot war, aber... Ja, es ist immer so eine Sache, wenn man viele Projekte hat, viele Ideen hat, vor allem die man verwirklichen möchte. Und mir geht es momentan wirklich so... Und dann hat man noch Minecraft vielleicht als ein Projekt, was ja im Grunde auch kein Ende hat. Ne? Das muss man ja dazu sagen, es hat kein Ende, weil man immer wieder irgendwas machen kann. Jetzt müssen wir bloß einen schönen Baum finden, vielleicht dieser da. Der hier steht zu weit draußen, es soll schon einer irgendwo in der Mitte sein. Ja, auf jeden Fall, und wo wir uns halt austoben können, natürlich, das heißt jetzt übrigens nicht, dass ich das beende. Ich habe ja im letzten Part schon mal so ein bisschen so... geredet. Ach ja, genau. Ich möchte mich in diesem Zusammenhang gleich noch bedanken bei, oh, wie war der Name? Oh, Leute, ich bin untröstlich. Mir fällt der Name nicht mehr ein. Tut mir leid. Aber du, ganz genau, du weißt, du hast letztes Mal bei mir einen Kommentar unter das letzte Video geschrieben, in dem du mir sehr schön erklärt hast, was die Vor- und Nachteile von Hexit und so weiter sind. Vielen lieben Dank dafür. Das hat mir wirklich sehr geholfen. Hexit ist gestrichen. Wir werden uns anderweitig... Hier könnten wir es doch auch... Hä, was war denn jetzt? Oh, wir haben keinen... Ach du meine Güte, habe ich Essen mit da? Nein, ich habe kein Essen mitgenommen. Ach, dann fliegen wir eben ganz geschwind wieder zurück. Oh, das gefällt mir jetzt aber nicht. Oh, das gefällt mir jetzt irgendwie gar nicht. Ha, oh. Ich werde jetzt hier nicht verrecken, weil ich verhungere. Nein! Komm schon, flieg schneller, Mann! Ansonsten müssen wir schnell mal in den Horst reinbeißen. Nein, das werden wir nicht machen. So, ja, tut mir leid, wo war ich gerade? Ja, genau, dankeschön, du hast mir sehr ausführlich erklärt über Vor- und Nachteile von Hexit. Und das hat mir sehr geholfen. Ich bleibe erstmal hier bei diesem Projekt. Wie gesagt, es wird nicht abgebrochen oder beendet. Es läuft weiter. Allerdings, und deswegen mache ich auch diese kleine Info hier, beziehungsweise diesen neuen Part, in dem ich ein bisschen was erzähle. Oh, wir sind gleich tot. Oh, Leute. Das wird jetzt tatsächlich... Ich sterbe jetzt, weil ich verhungert bin.
Wie? Beim halben Herz machen wir jetzt Stopp? Na, das nimmt ja die ganze Spannung. Jetzt habe ich hier schon praktisch allen angekündigt, dass ich gleich verrecke. Da bin ich jetzt aber selber etwas enttäuscht, muss ich gestehen. Aber wir kümmern uns schnell darum, dass wir wieder fett werden. Ey, das dauert ja viel zu lange hier. Komm, haben wir nicht gebratenes Hirschsteak? Hier haben wir doch. Wir haben doch Hirschsteak. Ist das schon gebraten gewesen? Ja. Ansonsten haben wir jetzt noch eine fette Lebensmittelvergiftung und sterben erst recht. So, das wollen doch alle sehen. Nein, ja, wo war ich jetzt? Jetzt habe ich irgendwie den Faden verloren. Wer war ich nochmal? Nee, ja, das ist so die Sache. Genau, wir bleiben bei Unleashed. Und das wird etwas unregelmäßiger kommen, weil ich halt, wie gesagt, in Planungen bin mit anderen Projekten. Weil bei mir ist das wirklich so, wenn ich ein Projekt im Kopf habe, was ich gerne noch machen möchte, dann mache ich das sehr gerne. Also dann will ich da auch wirklich loslegen. Und bei Minecraft hatte ich jetzt eine kleine Phase, in der mir halt nichts mehr eingefallen ist. Also schon, es ist ja hier nicht so, dass einem nichts mehr einfällt. Das gibt es hier, glaube ich, nicht. Und wenn man sich dann halt in irgendwelche Bauprojekte stürzt. Aber manchmal hat man halt so eine kleine Unterbrechung, so eine kreative Pause, nenne ich das mal. Also dieses Let's Play geht auf jeden Fall weiter. Allerdings nicht mehr regelmäßig, nicht jeden Tag oder so. Ich überlege, ich plane wahrscheinlich eine Folge vielleicht pro Woche. Damit auch die Minecraft-Zuschauer natürlich. Es gibt ja Leute, die schauen halt meine anderen Let's Plays nicht, aber nur Minecraft. Und das ist ja auch völlig richtig und super. Das ist ja schön, aber es ist schwierig dann immer, nein, ich will nicht sagen, allen gerecht zu werden, weil es kommen keine Beschwerden, das kann ich so nicht sagen. Ja, aber es ist halt nicht leicht, das immer alles zu planen. Ja, nehmen wir den Baum. Die sind alle ein bisschen nackt, die Bäume, das gefällt mir nicht. Am besten, ich setze hier echt so ein Greatwood oben drauf. Müssen wir bloß den Stamm treffen, jawohl. So, das ist doch hübsch. Ja, wobei ich gleich zum Thema Fragen komme. Ich habe ein paar Fragen tatsächlich bekommen von euch. Zu ein paar kleineren Dingen. Zum einen hatte ich mal... Na, ich weiß gar nicht mehr, wie lange das her ist. Keine Ahnung. Aber ich hatte zum Beispiel einen Kommentar, in dem stand, mach doch mal was mit deinen Abonnenten, beziehungsweise mit deinen Zuschauern, aber ohne Cheaten. Und so, ne? Die Person, die mir das geschrieben hat, vielleicht schaut sie ja gerade zu. Ich war sehr amüsiert. Ich weiß, das ist nicht böse gemeint gewesen oder so, ne? Aber trotzdem, ich war sehr amüsiert. Und die Sache ist, ja, ich habe drüber nachgedacht, aber die Sache ist immer die, ja, mach was mit deinen Zuschauern. Ich würde liebend gern mit meinen Zuschauern was machen, weil meine Zuschauer super cool sind. Aber ich habe leider keine Ideen für sowas. Ich weiß nicht. Also ich würde gerne mit anderen Leuten wieder auf dem Server spielen oder so. Das wäre mir eine große Freude. Aber ich habe leider keinen Server. Von Minecraft jetzt zum Beispiel. Ne? Für alle, die jetzt Minecraft meinen oder so. Wieso kann ich ein Greatwood nicht mit Knochenmehl wachsen lassen? Wollt ihr mich veräppeln? Das geht nicht? Nein. Das gefällt mir aber gerade nicht. Müssten wir jetzt warten, bis der... Setzen wir uns doch hin. Also wenn wir jetzt darauf warten würden, dass ein Kind kommt, würden wir sagen, setzen wir uns doch hin und warten auf den Storch. Das funktioniert hier nicht so. Dafür bin ich gerade runtergefallen. Was soll denn das? Nein, auf jeden Fall, genau. Ich würde liebend gern mit euch was machen. Aber ich habe, wie gesagt, keinen eigenen Server leider. Ja, ich habe keinen Minecraft-Server. Falls das in Richtung Minecraft gehen sollte, diese Frage. Kann ja auch sein, dass was anderes gemeint war, ne? Wir probieren mal an dem Baum hier Tropenbaumsetzling auf Tropenbaumsetzling. Vielleicht sieht das ja irgendwie nach was aus. Wenn nicht, lachen wir alle ganz laut und gehen in unserer Wege und tun so, als ob das hier nie stattgefunden hat. Nee, und die Sache ist halt die, Anfragen, also falls irgendjemand von euch irgendwie, weiß nicht, gern mal mit mir irgendwas spielen würde, sagt einfach Bescheid. No? Sagt einfach Bescheid. Ich habe ein paar Anfragen schon bekommen bezüglich Minecraft. Allerdings muss ich sagen, dass ich da erstmal, ja, nicht direkt abgelehnt habe, aber dass ich die erstmal in der Planung ein bisschen vertagt habe. Ja, das ist ja toll hier. Verdammt. Das muss größer werden. Komm. Baum. Wieso droppt der? Ach. Ja, weil einfach die Anfragen zum Beispiel sich auf das normale Minecraft bezogen haben oder auf eine Aether-Mod oder so. Und da muss ich sagen, ich bin durch Feed the Beast Ultimate, ich bin so verwöhnt worden, ja.
Und das ist nicht mehr so leicht dann zu wechseln einfach. Ich bin allerdings aber, wie gesagt, gemeinsamen Projekten nicht abgeneigt. Also aufgeschoben ist ja nicht aufgehoben, bekanntlich, ne? So, ja, ach, pff, Gott, das... Oh, Entschuldigung für alle, die jetzt sich erschreckt haben. Wir könnten eigentlich diesen Mittelteil hier wegfräsen und dann ein... hier einfach in diesen Bereich hier unser Häuslein setzen. Da müsste aber oben noch eine viel voluminösere Baumkrone drauf. Dazu muss ich auch nochmal wegfliegen und eine Schere holen. Ja, des Weiteren, ich habe mir ein paar Notizen gemacht, damit ich das nicht vergesse, was ich noch so gefragt wurde. Also wie gesagt, wenn ihr Anfragen habt, hier, ob ich mit euch irgendwas spielen möchte, dann sagt einfach Bescheid. Ich habe auch übrigens mal geschaut, was ich super gern schon immer spielen wollte, waren Prop Hunt und Trouble in Terrorist Town. Das ist wirklich witzig. Und da braucht man aber noch eine Mod, die man sich kaufen muss, von Half-Life 2 oder so. Ich bin da selber auch nicht so bewandert, aber das würde mich mal interessieren zum Beispiel. Und halt Minecraft, sehr, sehr gern, wie gesagt. Also Vorschläge sind immer gern gesehen. Gott, was waren... Ach so, das sind unsere Geräte. Ich wollte gerade sagen, was geht denn hier ab? Ja, des Weiteren, was ich gefragt wurde, ist, ja genau, dass ich immer von einem Server spreche, beziehungsweise ziemlich oft von einem Server spreche. Und später wurde ich noch von jemand anderes gefragt, wieso ich denn nicht mehr auf diesem Server bin. Ja, das kam auch als Frage und jetzt ist wieder dieses automatische Laufen drauf, das ist ja nicht normal. Ja, es gab einen Minecraft-Server, ja, es gibt den noch, nicht mehr in dieser Form wie damals, aber es gibt ihn noch. Und da bin ich nicht mehr dabei. Also für alle, die es nicht wissen, ja, es gab einen Minecraft-Server vom Maybe Tis und da waren er drauf, ich und zwei Freunde von ihm, beziehungsweise drei Freunde von ihm. Und das lief dann halt so, dass es da, naja, wie soll ich sagen, ein paar kleine Meinungsverschiedenheiten gab. Tatsächlich. Und danach war ich leider nicht mehr erwünscht. Das ist, ja, das ist die Wahrheit, ja. Für alle, die es immer wissen wollten, jetzt wisst ihr es. Ich hoffe, das beantwortet eure Frage. Es wurde dann halt ein neuer Server gestartet, sozusagen, von dem ich nichts wusste. Und es wurde mir auch nicht gesagt. Erst auf Nachfrage habe ich dann halt gehört, ja, es kamen halt Gegenstimmen. Aber... das macht nichts, denn wir haben ja jetzt hier unser Feed the Beast Unleashed-Projekt. C'est la vie, ne? Man muss nicht immer... beziehungsweise es ist nicht immer so, dass man mit allen Menschen auf dieser Welt kongruent ist. Kongruent sind eh nur die beiden Seiten im gleichschenkligen Dreieck. Ha, Klugscheißer Bemerkung. Nee, aber ja, es ist halt so. Und ich denke, das beantwortet eure Frage. Da kann man ja ehrlich sein und das sagen. Das ist ja nicht so wild. So, des Weiteren, ja genau, falls ihr aber nicht verzichten möchtet auf Projekte vom Mantis und mir zusammen, wer das gerne guckt, unsere Horror-Let's Plays, für den habe ich etwas, denn es kommt morgen? Nee, jetzt weiß ich nicht, wann ich das aufnehme. Oh Gott, jetzt darf ich nichts Falsches sagen. Es kommt ein gemeinsames Projekt in den nächsten Tagen, oder es ist, nee, wahrscheinlich ist es schon da, es ist schon da. Wenn ich das hier veröffentliche. Ja doch, es ist dann schon da. Von mir und ihm zusammen, das haben wir vor allen Dingen, das haben wir im Sommer aufgenommen. Das ist schon so lange wieder her, das ist der Wahnsinn. Im Juni oder so. Und wir spielen Silent Hill 3. Ja, wem Silent Hill 3 etwas sagt und wer dafür sich interessiert, schaut doch einfach mal vorbei. Es war sehr lustig, das aufzunehmen, das zu spielen. Und wir hatten da definitiv viel Spaß. Was mache ich hier eigentlich? Wir nehmen mal das noch weg. Ich habe gerade noch kein Bild im Kopf. Das ist gerade das Problem. Ich brauche eigentlich, wenn ich baue, ein Bild im Kopf. Dann geht das auch relativ fix von der Hand. Aber ich habe gerade keins. So, des Weiteren. Genau, was mich auch zu der Kanalplanung... Nein, nicht Kanalplanung, das hört sich ja so an... Nee, was mich zur Planung der nächsten Zeit auch bringt. Ich bin ja momentan ziemlich eingeplant, ehrlich gesagt, mit Projekten. Das ist ja schon fast Wahnsinn. Ich habe Ich bin ja jetzt ein bisschen ins Horror-RPG rübergegleitet, ja. Und habe mich ein wenig an IP
versucht und an The Apartment. Das habt ihr vielleicht bemerkt. Wie gesagt, es sind ja nicht die gleichen Zuschauer, die bei mir Minecraft gucken, die dann auch die anderen Sachen gucken. Deswegen, für alle, die das halt langweilt, tut mir leid, aber es ist halt so. Ja, und jetzt habe ich keinen Platz mehr im... Ach ja, ein Tropenholz, was soll der Scheiß? Machen wir weg. So, ich überlege gerade, welches Holz ich verwende. Eiche ist, glaube ich, ein bisschen zu hell, ne? Wieso habe ich Beeren und Steaks mit? Gott, nachdem wir fast verhungert sind, habe ich jetzt hier das große Fressen, wa? So, nein. Redwood-Bretter. So, das ist vom Redwood-Baum. Schauen wir mal. Ich habe eigentlich mit Fichte... Ja, Fichte wird besser aussehen. Obwohl das dieses Rötliche eigentlich auch zu diesem Holz passt. Vielleicht können wir damit noch was machen. Mal sehen. Des Weiteren müssen wir uns ja hier auch am Stamm noch runterbuddeln, damit wir hier noch eine Leiter haben, die hier hochgeht. Das wird auch super cool. Ja, und wo war ich denn jetzt schon wieder? Verdammt. Ich habe keine Ahnung. Es tut mir leid. Man möge mir verzeihen. Ich bin etwas zerstreut manchmal. Übrigens haben wir Musik. Das ist die schöne Minecraft-Musik. Weil ich habe immer noch nicht geschafft, irgendeine Playlist oder sowas mehr rauszusuchen, weil es einfach immer irgendwelche Probleme gibt, wenn man Musik einführt oder einfügt in Spiele. Das wissen sicherlich diejenigen, die von euch auch aufnehmen und Projekte machen. Und das ist halt immer, das ist ärgerlich irgendwo. Und es nervt vor allen Dingen. Es nervt tierisch, obwohl ich jetzt einen Weg gefunden habe, wie man das ein bisschen eindämmen kann. Zumindest was Musiktreffer angeht. Ja. Auf jeden Fall genau die Kanalplanung wollte ich erklären. Das stimmt. Das wollte ich machen. Wie geht es jetzt momentan weiter? Wie gesagt, wir haben jetzt Silent Hill 3. Das läuft schon, wenn ich das hier hochlade. Wahrscheinlich lade ich das am... Oder ich lade es morgen Nachmittag hoch, bevor Dingsbums kommt. Ist ja auch egal. Das sind ja Sachen, die euch jetzt nicht unbedingt interessieren. Ihr werdet ja merken, wenn es kommt. Auf jeden Fall hatte ich Fichte genommen. Ja, wieso ist ein Fichtenholz hier so hell in dem Texturenpack? Naja, ist ja nicht so schlimm. Ich muss mal auf den anderen Baum fliegen, um zu gucken. Sieht das unauffällig aus? Wir verkleiden das dann nachher alles noch schön mit Blättern, denke ich. Wir machen ja so eine richtig fette Krone, dass das nicht so auffällt. Und guck mal hier, was hier für ein schöner... Ach, ist das fein. So. Nein, jedenfalls habe ich jetzt ganz schön viele Projekte momentan. Das ist mir so aufgefallen. Ich habe Silent Hill 3. Dann habe ich noch Ib. Ib läuft noch ein paar Tage, eine Woche, glaube ich. Und ab dem 17.12., da möchte ich euch auch ganz herzlich dazu einladen, alle, die vielleicht auch interessiert sind an ein wenig Horror und ein Spiel mit toller, toller Story und Atmosphäre, es kommt der zweite Teil von The Walking Dead raus, ja? Und ich probiere einfach, wenn ich nicht wieder technische Probleme bekomme, probiere ich da natürlich dran zu sein und da bei Start mitzumischen. Ein wenig. Und ich freue mich so sehr auf dieses Spiel und ich lade euch ganz herzlich ein, das auch zu verfolgen. Ich würde mich sehr freuen, wenn ihr da mal reinschaut. Wir hätten auch was anderes machen können, merke ich gerade. Moment. So. So. Ja, deswegen, The Walking Dead. Das heißt, ich habe dann drei Projekte am Laufen. Drei. Und dann noch Minecraft. Und das ist natürlich für so einen kleinen Kanal ein bisschen viel. Ich habe ja keinen riesengroßen Kanal. Was ja auch schön ist. Und deswegen muss ich halt immer planen. Ich plane jetzt, weil ich ja doch Spaß habe. Minecraft macht mir ja sehr Spaß und liegt mir auch sehr am Herzen. Deshalb möchte ich da jetzt definitiv... Moment, jetzt kann ich gerade nicht sprechen. Jetzt muss ich kurz noch mal was machen. Ja. So, genau. Das muss alles weg. Na toll. Na, da ist der jetzt wieder, was ihr macht. Ah! Verdammt Axt. Im wahrsten Sinne des Wortes, verdammt Axt.
Ja, und da habe ich jetzt halt einfach geplant, Minecraft vielleicht einmal die Woche zu bringen. Damit auch die, die hier halt Minecraft auf dem Kanal halt gerne schauen, auch auf ihre Kosten kommen. Genau. Das ist so diese grobe Planung, die ich jetzt einfach mal erstmal grob hingesetzt habe. Genau, was ich euch noch fragen wollte. Ihr könnt mir auch gerne Vorschläge machen, wenn ich noch einmal ein Tutorial zu irgendeiner Mod machen soll. Ja? Ich habe ja schon mal ein... Gott, ich frage immer, ja, wie so eine Lehrerin, habt ihr das verstanden? Ja, haha. Nicht ernst nehmen, das ist irgendwie so ein... keine Ahnung. Ob ich nochmal ein Tutorial zu einer Mod machen soll. Viele von euch oder einige von euch haben ja sicherlich mitbekommen, dass ich schon mal zu Thorncraft 3 ein Tutorial gemacht habe. Und das hat mir eigentlich recht viel Spaß gemacht, weil man irgendwie ein Ziel hat, man arbeitet auf was hin und das ist dann auch durch, wenn man es fertig hat, ne? Und das hat mir eigentlich recht viel Spaß gemacht. Das würde ich auch in Zukunft gerne noch weitermachen. Was ist denn hier jetzt schon wieder kaputt? Wieso kann ich denn jetzt hier... Doch, komm. Ein Tropenholz versperrt uns hier den Weg zu neuem Fichtenholz, was hier runtergefallen ist. Das sammle ich mal schnell ein. Jedenfalls, wie gesagt, wenn ihr jetzt sagt, mach doch mal ein Tutorial und erkläre, wie man die ganzen Geräte baut oder wie man in Industrial Craft oder so, oder wie man halt ein... Ja, ne, wie man Strom erzeugt, wie man Kraftwerk baut, wie man sich dreimal im Kreis dreht und dabei tanzt und kreischt, dass alle Skelette freiwillig wegrennen, ja. Also sowas. Könnt ihr mir, wie gesagt, sehr gerne Vorschläge schreiben. Ansonsten werde ich halt einfach zu gegebener Zeit, wenn ich plötzlich nachts schweißgebadet aufwache und denke, oh Gott, ich muss jetzt Tutorial machen zu... Startcraft kann ich auch nochmal separat ein Tutorial machen, ja. Also ansonsten, wie gesagt, werde ich das machen, wie ich will. Haha, mache ich ja hier eh. Aber es ist, wie gesagt, ihr sollt jetzt nicht denken, ich mache hier, was ich will. Ich mache die Videos ja hier für euch und für mich natürlich, weil es mir schon einfach Spaß macht, ja. Aber ich bin sehr gewillt, auf eure Vorschläge einzugehen und da freue ich mich auch sehr drüber, wenn welche kommen. Ich beiße nicht, einfach schreiben. Wir werden dann sehen, ob es realisierbar ist oder nicht. Und dann wird das schön. Was ich jetzt ganz genau machen will, für alle, die sich vielleicht wundern, ich wollte im Grunde, aber dafür ist die Fläche zu klein. Ach, Mann. Die Fläche ist zu... Oder machen wir es so? Ich wollte sowas wie so ein kleines Ei machen. Also nicht ein Ei, aber so ein... Keine so ultra... So ein Block... mitten im Baum drinnen, wie so ein Blockhaus, ja, wie so eine Blockhütte im Norden, sondern ich wollte einfach schön machen, so ein leicht stufiges Häuslein, ja, was so oben und unten stufenweise abfällt, beziehungsweise sich aufbaut. Und dann halt auch einen geraden Abschnitt, damit wir da ein paar Fenster oder eine Terrasse reinzimmern können. Aber ich sehe gerade, der Platz reicht halt nicht. Die Frage ist jetzt, packen wir hier oben noch einen Setzling drauf oder... Setzen wir das Haus da unten an, was ja auch irgendwie cooler vielleicht wäre, da wir... Na gut, jetzt gerade haben wir die Sichtweite auf gering, da sieht man nicht so viel, aber es wäre halt eine Überlegung wert, ne? Ob wir das halt hier hin machen oder ist das zu dicht am Boden? Nö, eigentlich nicht. Eigentlich nicht, ne? Ja, das sind so die Überlegungen, die wir jetzt hier haben. Und jeder darf mitmachen. Boah, also mit dieser Schere und dem einfachen Holz hier geht das aber echt gut. Ist da drüben schon der Greatwood Tree? Nö, natürlich nicht, ne? Das war ja so klar. Weil ich säbel das hier alles weg. Und jetzt haben wir da Lücken. Und hier oben ist irgendwie... Es fällt alles total sinnlos runter. Das ist ja mal wieder klug gewesen. Und wieso habe ich eigentlich so ultra viel Knochenmehl dabei? Das ist ja unnatürlich... So, da müssen wir jetzt mal... Das fällt mir irgendwie auch so ein bisschen schwer, so Sachen hinbauen, als ob die Natur so gewachsen ist. Kennt ihr das, wenn ihr künstlich probiert, Bäume so ein bisschen aufzustocken? Mit Laub? Und das dann so machen wollt, dass es so aussieht, als wäre es künstlich am Baum natürlich genauso gewachsen. Aber am Ende sieht man voll, dass da was manipuliert wurde.
Das geht irgendwie gar nicht. Das ist so geil. Jetzt hier, das nimmt schon wieder zu symmetrische Formen einfach an, glaube ich. Ach man. Ja gut, ist nicht so schlimm. Ja genau, das ist jetzt unser Fahrplan. Habe ich jetzt den Gedanken auch vollständig beendet gehabt? Ich weiß es nicht mehr. Ach, das Gedächtnis wird so schwach, wenn man älter wird, ne? Das war bestimmt meine Medizin. Nee, ja, genau so wird das laufen. Genauso habe ich mir das gedacht. So genau so sieht's aus. Jetzt wisst ihr alle total Bescheid, ne? So, das machen wir so. Jetzt können wir uns ja intensiv dem Baumhaus widmen. Ich muss definitiv offscreen Fichtenholz holen. Ja, noch mehr Fichtenholz müssen wir ranschaffen. Ja, wir müssen ranschaffen. Und hier haben wir noch Fichte. Moment, hatten wir nicht noch? Ja, hier. Boah, ich erkenne jetzt in diesem Texture Pack hier gar nicht mehr, was sein soll im Grunde. Das ist ja furchtbar. Hinweis an die Hersteller, an die Macher des Texture Packs. Vielleicht mal, wäre es nicht schlecht gewesen, die Texturen noch etwas filigraner zu gestalten, dass man sie ein wenig unterscheiden kann. Das wäre freundlich gewesen, aber es ist dann wohl halt nicht zu ändern. So, die Zwischendinger machen wir mit Erde. Also die so die Stufen andeuten sollen, nicht? Ah, das ist zu eng. Da müssen wir noch eins rausgehen. Weil sonst können wir uns ja hier gar nicht bewegen und denken gleich, was ist denn hier los? Oder wenn es halt nur die äußere Form ist, das heißt ja nicht, dass wir hier schon leben. Wir können ja hier oben noch einen Boden rein. Ah, okay, ich habe eine Idee. Ach man. Vom Computer sitzen jetzt ganz viele und kreischen, jetzt bau doch endlich mal. Die redet schon seit fast einer halben Stunde und baut gar nicht. Nein, so sitzt natürlich niemand da. Hier haut er voller Wucht vor Wut auf den Tisch oder so, ne? Ist klar, während es gerade so derbe leckt und ich gar nicht weiß, was hier los ist. Ach, wisst ihr, wenn der Computer mal Hinterrücks-Updates installiert, ja, und man da sitzt und denkt, was macht der jetzt schon wieder? Ach, aber ich denke, vielleicht will uns der Computer auch einfach nur sagen, es ist schon fast eine halbe Stunde, beende doch einfach mal die Folge. Ja, wie gesagt, wir werden das so machen. Wir sehen uns, wenn ich es hinkriege, einmal die Woche. Oder vielleicht auch mehrmals die Woche. Ja, das ist immer so, manchmal kriegt man dann doch übelst Bock loszulegen und dann schaffe ich es doch mehr aufzunehmen. Aber was ich jedenfalls ganz festhalten möchte, ist, dieses Let's Play hier, dieses Minecraft-Let's Play macht mir sehr viel Freude und wird nicht abgebrochen. Wir werden noch Bauprojekte machen und wir werden einfach mal sehen, wo es hinführt. Wir haben noch ganz viele Mods, die wir entdecken wollen. Ich will auch mit Bibliocraft oder wie das heißt, oder naja, dieses, wo man sich so Welten erstellen kann. Das möchte ich gerne, sehr gerne machen. Da bin ich schon sehr gespannt. Das habe ich noch nie gemacht. Da bin ich auch ein totaler Anfänger. Und dann würde ich sagen, ja, wir sehen uns in der nächsten Folge. Da baue ich dann auch das Baumhaus mit euch zusammen, würde ich sagen. Also, es kam bisher keine Resonanz zum Thema, wie wollen wir das machen, wenn ich baue. Deshalb mache ich vielleicht auch mal ein Part oder ein paar Parts, in denen wir halt nur bauen. Ne? Gut, dann Dankeschön fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal. Tschüss!